Und damit wieder mal ein herzliches Willkommen hier zurück in Bayreuth. Ja, der ein oder andere wird es schon insgeheim gehofft haben oder vermutet haben oder wie auch immer. Diese Folge wird die vorerst letzte Folge werden. Denn, ja, ich habe es noch zweimal versucht und zweimal mit dem gleichen Ergebnis, dass alle Banditen im Lager tot und trotzdem darf ich es nicht übernehmen. Also ich gehe davon aus, dass es ein massiver Bug ist, der uns natürlich in der Questreihe nicht weiterbringt. Das ist die einzige Quest, die noch offen ist. Ich habe beschlossen, ich schicke den Spielstand nach der Runde heute an die Entwickler. Mit einer genauen Auflistung der Fehler. Vielleicht schicke ich denen so ein paar Videoschnipsel mit dazu, damit die auch sehen, wie und was da wo passiert ist. Damit sie es auch nachvollziehen können. Das ist ja immer schwierig zu sagen, ja, der Spieler hat gesagt, aber dann sehen sie das Elend, ja. Ich werde zwar eventuell manche Teile des Spiels oder manche Gegebenheiten, die ich denen schicke, dann nochmal neu kommentieren müssen, dann auf Englisch, damit die Entwickler auch damit klarkommen. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, ich finde es halt schade. Ich liebe das Spiel nach wie vor. Also die Stimmung, die Landschaften finde ich nach wie vor super toll. Im Großen und Ganzen finde ich auch die Spielmechanik so verkehrt nicht. Ein paar Dinge sind vielleicht, ja, nicht so beim Spieler oder bei uns Spielern angekommen, wie der Entwickler das wollte. Oder nicht bei allen. Ich kann ja nur erstmal für mich reden und für ein paar Leute, mit denen ich so Kontakt hatte. Ja, ich finde es halt schade. Das Spiel hat für mich nach wie vor total viel Potenzial. Und was ich natürlich sehr hervorheben möchte, sind die Gebäude. Also die Gebäude sind echt super klasse geworden. Sehr detailreich, mit viel Liebe. Ich finde es gut. Vielleicht werde ich mich die Tage nochmal hinsetzen und mal so ein bisschen was umbauen. Sprich, ich werde die Lager umbauen oder umbauen lassen, sagen wir so rum. Ich werde gegebenenfalls eine Siedlung an der anderen Stelle komplett aufbauen. Diesmal auch so, dass ich sagen kann, okay, die Gebäude stehen noch halbwegs sinnvoll, weil das Bauen ist mitunter nicht so einfach, weil wenn du die Gebäude nicht kennst, woher willst du denn wissen, in welche Richtung die stehen müssen? Wo sind der eigentliche Eingang, wo ist, naja, all solche Sachen. Aber das nur mit einem großen vielleicht, also ich werde es bestimmt tun, sagen wir so rum. Aber ob ich das dann jetzt als Video aufnehme oder ob ich das einfach nur mache für mich aus Spaß, müssen wir mal sehen. Für euch die Chance, den Kanal zu abonnieren bzw. die Glocke zu aktivieren, dann kriegt ihr zumindest zeitnah eine Nachricht drüber, wenn es hier weitergeht. Bzw. wenn es auch in andere Let's Plays geht. Momentan gibt es ja auch noch 7 Days, was ich auch verdammt liebe. Mit über 3000 Stunden kann man da schon von Liebe reden. Und Fountain of Youth ist ja auch jetzt noch ganz aktuell. Schaut auch einfach dort mal rein. Ja, ansonsten, was kann ich denn zum Spiel noch sagen? Es hat eine gute Entwicklung hingemacht oder hingelegt. Von den anfänglichen Problemen, die es da gab. Tierspawn und Lager etc. Haben die Entwickler ein gutes Quäntchen an Arbeit investiert, um dem Spiel einen guten Verlauf zu geben. Schwierig ist es halt immer, wo bin ich, ein Lagerfeuer hier? Wo ist denn mitten überhaupt? Ach da. Schwierig ist es halt immer, im laufenden Spiel Änderungen zu machen, die die Spielmechanik betreffen. Weil man immer nicht genau abschätzen kann, wie sehr der Spielstand oder die bestehenden Spielstände darunter leiden. Und die wenigsten Spieler fangen am Tag 80 einfach nochmal neu an, nur weil es ein Update gab, von dem nicht klar ist, was es beinhaltet. Und gerade so im Let's Play ist es halt schwierig zu sagen, ich fange nochmal ganz von vorne an. Ja. Demzufolge wird sich so einiges wohl eventuell im Spielstand angestaut haben, was dem neuen Spielprinzip oder der neuen Spielmechanik vielleicht zuwiderläuft.
Darum vielleicht auch die Bugs mit dem Lager. Ich kann es nicht sagen. Dafür bin ich kein Spieleentwickler. Auf jeden Fall ist das heute hier die letzte Folge. Ich sammle mal noch ein bisschen das Material hier ein, damit ich dann eventuell irgendwann mal die ganzen Kisten, weil wir haben ja hier überall tausende von Millionen Kisten, dass die irgendwann mal loswerde. So. Hier waren wir gewesen. Komm, lasst uns noch mal hinter zu unserem Eisentypen rennen. Ja, was ist sonst noch? Die Spielweise mit Bogen hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Aber weil ich es liebe, das Bogenspiel, das Katz-und-Maus-Spiel, ich liebe es einfach. Es macht mir verdammt viel Spaß, bereitet mir Freude, auch wenn ich mitunter schimpfe. Aber das Schimpfen ist jetzt nicht dem Spiel als solches gewidmet, sondern eher, dass man sich in der Spielmechanik eigentlich was anderes vorgestellt hat. Also klar, es soll ein Spiel sein, vom Grundgedanken her, was man mit einer Armee bekämpft, ist soweit in Ordnung. Leider hat mich die Steuerung der Armee nicht so recht überzeugt. Es gibt Leute, die kommen damit super klar, die dann genau das mögen. Aber ich kann mit der Armee und dem Ganzen nicht so viel anfangen. Könnte daran liegen, dass ich von Anfang an alles alleine gemacht habe und mich gar nicht auf die Armee eingelassen habe. Oder dass ich zu früh angefangen habe und gegebenenfalls mich habe von den anfänglichen Problemen irreleiten lassen. Alles möglich. Ihr dürft mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich lese die auch. Finde es halt schön, den Austausch. Und möchte auch hier an dieser Stelle mal Danke sagen für die Leute, die so lange ausgehalten haben, die mich über die Zeit des Spiels begleitet haben, die mich mit positiver bzw. mahnender Kritik versorgt haben. Das ist alles wichtig. Und, also die ist ja voll. Auch die anderen Kommentare zum Spiel, super klasse. Vielen lieben Dank. Hier ist alles. Oh, guck mal hier. Bronzepfeile. Yay. Yeah. Jetzt können wir in den Krieg ziehen. Haha. So. Baumwolle nehmen wir mit nach Hause. Weil hier die Außenposten, die Variante finde ich ganz gut. Wobei ich bis jetzt noch nicht so richtig durchgestiegen bin, habe im Prinzip, welche Waren von A nach B geschickt werden, beziehungsweise wie viele. Also dass es funktioniert, habe ich gesehen. Klappt ganz gut, aber wie viele? Manchmal habe ich den Eindruck, hier im Lager zum Beispiel kommen nur fünfmal, sagen wir zum Beispiel Kartoffeln an, obwohl gesagt wird, er soll 10 liefern. Wenn er zu Hause ist, Lager war immer voll mit Kartoffeln und Rüben und Zeugs, also daran kann es nicht gelegen haben. Ab und zu hat es auch mal die Lieferlisten. Naja, das ist jetzt klar. Amzu hat es auch mal die Lieferlisten ein bisschen durcheinander gebracht. Eisenberg robuste Spitzhacke von Asmodal, da gibt es keine, ist klar, weil es sollen ja nur die ganzen hergeschickt werden. Das funktioniert übrigens mittlerweile super. Da, Kartoffeln, null. Warum jetzt auf einmal keine mehr da sind, vielleicht haben sie mittlerweile aufgebraucht. Wir können ja mal gucken. Nahrungsration, da. 107 Kartoffeln sind da. Seht ihr? Und mir wird aber gesagt, dass in der Lieferliste keine Kartoffeln da sind. Oder das sind die, die hier sind. Aber das kann ja nicht sein, weil die Spitzhacke sind ja auch hier. 9 sind zur Lieferung vorgemerkt. So. Eisenberg. Lieferung. Da. Ah. Okay. Das ist natürlich schön. Jetzt, es ist nicht genug Platz im Lager, darum können sie nicht geliefert werden. Das ist doch meine Aussage. Dann weiß man zumindest, dass es funktioniert. Also, sorry Entwickler, dann habt ihr dahingehend mal was Gutes gemacht. Wobei, wie löst man das jetzt am besten auf? Ich stelle mal einfach ein zweites Lager hin. Ein kleines Lager sollte ja reichen.
Lager, Lager, Lager. Wie gesagt, ich gebe den Spielstand nicht auf, zumindest nicht so, dass ich sage, ich spiele nie wieder rein. Ich könnte jetzt ein großes Lagerhaus bauen, das spare ich mir jetzt alles. So, die hier rein, die da raus, zack. Fünf Baumstämme und fünf Flachs. Ja, komm, das können wir doch zusammen machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Baumstämme. Komm, wir haben schon so viele Lager oder so viele Hütten gemeinsam gebaut. Noch 4 Baumstämme, krieg ich mal hin. Ja. Das mit dem Liefern ist halt mitunter nicht so clever gelaufen oder nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte. Was natürlich schön ist, jetzt kommen wir endlich durch. Die haben es endlich geschafft. Weil auch so dämlich gewesen. Jedes Mal bleibst du dran hängen. Cool, also ich sag ja, die Entwickler haben sich so manche Dinge zu Herzen genommen, haben die Änderungen gemacht. Viele haben die Kampfmechanik der Kämpfer betroffen. Die habe ich natürlich nicht nachvollziehen können, weil ich da zu wenig Einblick hatte, wie es mal ursprünglich funktionierte und wie es gewesen ist. Ja. Tja. So, dann komm mal mit. Ja. Ihr dürft mit. Nehmen wir noch was mit, das nehmen wir mit. Das Holz braucht er hier. Oder braucht es eigentlich nicht, kommen die Nägel noch. Ja. So, gut. Das läuft soweit erstmal. Rest machen wir uns dann später Gedanken. Gut, der Tag ist ja schon wieder im Nachmittag gelandet. Was habe ich denn noch genau vor? Also, wenn der Spielstand nicht wirklich kaputt ist, beziehungsweise, was heißt kaputt, irreparabel ist, dann stirbt für mich der Gedanke des Spiels erstmal. Zumindest bis zum Zeitpunkt, wo dann Release ist, fange ich vielleicht nochmal einen neuen Spielstand an. Falls die Entwickler sagen oder den Fehler beheben können, wir laufen einfach die Strecke ab. Falls die Entwickler den Spielstand reparieren können, in Anführungsstrichen, geht es natürlich hier im Spielstand noch einen Zacken weiter. Ich möchte, wie gesagt, an geeigneter Stelle mal ein richtiges Lager aufbauen, richtige Häuser, also alles dann Tier 3, so dass die besten Voraussetzungen dann da sind für alle. Übrigens auch danke für den Hinweis, dass eventuell das Unwohlsein meiner Mitarbeiter und Mitstreiter hier daran liegen kann, dass die im falschen Haus wohnen. Ist durchaus möglich, aber jetzt mal schnell im Außenposten da so eine fette Hütte hinzimmern, ja, ist schon schwierig. Guck mal, gibt es eine Pflanze, die wir noch nicht kennen? Nee, schade. Ja, also ich werde ein Lager aufbauen. Mal schauen, wann ich da jetzt Zeit dazu habe, weil es ist doch bei der Wärme, hat man jetzt auch nicht so die Muse da hin und her zu rasen. Guck mal, da ist einer von uns. Keine Ahnung, wo die immer so rumrasen. Oh, hier liegen überall noch Erze rum. Nee. Wo sind wir? Naja, haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Ich hoffe, ihr kommt nochmal eine Runde mit auf kleine Tour durch unsere kleine Welt hier. Ja, die Banditenlager fand ich soweit toll. Das ist mal eine gute Idee. Allerdings hat mich so eher der Respawn ein bisschen genervt, weil das ein bisschen zu schnell. Weil auch wenn man so ein Lager mit einer Armee einnehmen kann, oder es vielleicht auch sollte, weil es dann viel, viel schneller geht, wäre es doch auch schön gewesen, dass auch die Spieler, die nicht unbedingt damit eine riesen Armee losziehen, zumindest eine Möglichkeit haben. Und wir haben ja gerade gestern in der Folge gesehen, du hast vorne einen erschossen und hinten sind 2 neue dazugekommen. Dann ist das natürlich so ein endloses Spiel, was nie irgendwo... Questziel? Sieht aber komisch aus hier. Komm, wir gehen mal gucken. Ah, da ist das so ein endloses Ding. Ui.
Pöhl, Luftgras. Und dann könnten einige Spieler auch die Lust verlieren. Also nicht nur, weil die Quest nicht auslöst, das ist dann eine andere Sache. Aber dass eigentlich das Lager schneller wieder gefüllt ist, als man es bearbeiten kann. Die KI-Probleme zwischenzeitlich, dass sie durchs Wasser gegangen sind, etc. Manch einer schiebt's drauf, dass wir da die Wege zur Brücke zugemacht haben, aber die waren ja nicht zu. Die sind ganz normal da, wie ihr auch gesehen habt, mussten zwar ein bisschen zickzack laufen, wie ich auch, aber sie konnten durch. Also das kann jetzt nicht das Übel gewesen sein. Und das lasse ich jetzt auch so nicht gelten. Überall, wo ich durchpasse, passt die KI durch. Das ist das Credo. Und das hat sozusagen eigentlich auch funktioniert. Was zu essen? Ich würde dir ja was geben, aber ich habe selbst nichts. Ja. Mein Fazit ist, oder Zwischenfazit ist, ich habe verdammt viel Zeit rein investiert, die so im Let's Play nicht zum Tragen gekommen ist. Also ihr habt ja mitunter gesehen, dass ich dann die Wintermonate komplett rausgeschnitten habe. Oder zuletzt die Brigantenangriffe habe ich einfach rausgenommen, weil zum tausendsten Mal dem Briganten hinterherjagen wolltet ihr bestimmt nicht sehen, weil das Ergebnis unterm Strich immer das gleiche ist. Wie ich das spiele, ist für euch auch das gleiche. Und oh Gott, was ist das hier für ein Weg? Will zugeworrt. Und wenn ich dabei gestorben wäre, hätte ich euch das mitgeteilt oder hätte euch entsprechend die... Oh, das sind wir ja wirklich da immer. Na gut, dann haben wir den Weg freigelaufen. Dann... Jetzt bin ich im Gedanken völlig unterbrochen. Ja, dann hättet ihr das schon mitbekommen, hätte ich schon gesagt. Weil für mich ist nicht Ziel, euch zu sagen, dass ich der Held vom Erdbeerfeld bin, um alles hier perfekt und super zu machen. Sondern... Es gehört halt zum Spiel mit dazu, dass man auch sterben kann. Aber für mich ist taktisches Sterben in keinem Spiel eine Option. Noch nie gewesen. Weil dann müsste ich nicht spielen, sondern dann könnte ich es auch lassen. Wir machen mal die Taschen leer. So. Wir haben noch ein paar Lager hier auf der Karte. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob hier nicht ein paar Lager neu hinzugekommen sind. Ich glaube, gelesen zu haben, aber das ist jetzt reines Hörensagen und Spekulation, dass eventuell neue Lager nachspawnen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Dafür habe ich mir das jetzt nicht so sehr gemerkt. Komm, wir schmeißen das alles mal hier rein. Dafür habe ich mir das jetzt nicht gemerkt und habe jetzt auch nicht den Anspruch gehabt, das wirklich extrem zu verfolgen. Ich habe allerdings auch bei keinem anderen zugeschaut im Spiel. Das muss ich auch dazu sagen. Sprich, was geht und was nicht geht, beziehungsweise ob was geht, mag möglich sein, weil andere das so vorgemacht haben oder andere gezeigt haben. Aber ich habe sozusagen mich da selbst nicht spoilern lassen, weil ich liebe es halt immer, die Spiele selber zu entdecken. Ja, unser Lager ist groß geworden. Sehr umfangreich. Oder die Gebäude finde ich echt klasse. Das Platzieren ist ein bisschen schwierig, weil ich gehe mal davon aus, dass teilweise der Baustellenbereich mit dazu zählt, zu der Aufstellfläche. Und der Baubereich ist natürlich mitunter extrem groß. So. Solche Sachen hier, ja, die passieren. Wenn es ein bisschen hügelig ist, ja, mei. Komfort im Gedränge. Das sind also Dinge, was die Entwickler beheben können. Ja. Manche Gebäude finde ich extrem groß. Wobei, ja, extrem groß, ja. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Also keine Ahnung, ob hier noch Rezepte hinzukommen. Das werden wir sehen. Hier könnten zum Beispiel noch viele Rezepte hinzukommen. Cooler wäre jetzt vielleicht noch gewesen, wenn sich jetzt der Innenbereich hier ein bisschen verändert hätte, dass da vielleicht mehr Erde oder so hin ist, damit das nicht so wie in der normalen Landschaft ist. Aber ansonsten finde ich das schon cool. Vielleicht ein bisschen mehr Funktionalität.
zum Beispiel. Weil du hast so ein Riesenobjekt hier und hast dann halt hier nur den Arbeitsplatz. Den Ofen kann ich gar nicht bedienen. Finde ich jetzt. Ja, und den Kern könnten Lagermöglichkeiten für die Schmiede zum Beispiel sein. Alles solche Sachen. Oder der Schmied könnte hier einziehen in das Haus. Würde ich auch feiern, weil hier ist ja eine Wohnhütte da. Aber ihr könnt halt keiner einziehen. Ja, das sind noch so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht kommt die Entwickler noch zu dem Schluss. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. Die nächsten zwei Tage oder nächsten Ingame-Tag sollte dann Winter sein. Wir können es mal so machen. Wir legen uns einfach mal hin schlafen und dann gucken wir mal, wann Winter ist. Ja. Unsere eigene Hütte. Das ist auch sowas. Ich komme in meine eigene Hütte nicht rein. Vorne. Weil durch das Gelände, da, zack, ich komme nicht rein. Ich kann auch nicht reinkrauchen oder sowas. Geht einfach nicht. Komm nicht rein. Toing. Bin zu groß. Für mein eigenes Haus zu groß. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, da können die Entwickler noch dran arbeiten. Wie gesagt, es ist ein Early Access Spiel. Also da ist noch eine Menge Luft und eine Menge Zeit, die Entwickler haben. So, schade finde ich halt, dass ich jetzt nicht aufklärt, weil wir ja nie eine Quest dazu bekommen haben, was mit dem Schwert und dem Brief ist. Aber kommt vielleicht noch. So, verbänd ihr rein. Wir werden sehen. Ach, ich wollte mal kurz schlafen. Wird mal schauen, wie viel vom Winter das ist. Dum, bum, bum. Tag 184. Ja, ist schon eine ganze Weile Zeit, die ins Land gezogen ist. Wenn nichts angezeigt wird, dann ist es sozusagen, dass der Winter am heutigen Tag kommt oder in naher Zukunft. Ja, okay. Gut, dann kennt ihr jetzt den Plan. Ihr wisst, um was es geht, wie es weitergeht, die Gründe, warum ich an der Stelle sage, es macht nicht wirklich Sinn. Weil wir kommen in der Quest nicht weiter, solange das Lager da nicht befreit wird. Und mir ging es ja nicht darum, hier zu bauen und alles anzugucken und zu machen, sondern mir ging es ja auch darum, die Quest als solches nachzuvollziehen, beziehungsweise die Questreihe abzuschließen. Können wir leider nicht, weil ich das Lager nicht befreit kriege. Und jetzt mit aus Langeweile zu sagen, mache ich mal da noch was weg und da noch was weg, da noch was weg. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so notwendig ist, weil wenn die jetzt eh respawnen oder nachspawnen an verschiedenen Stellen, dann werde ich die ja nie los. Und wer weiß, welche Bugs da noch sind. Lieber sollen sie das Spiel reparieren, beziehungsweise die Fehler ausmerzen. Bei einigen Quest-Sachen haben sie es ja getan. Haben wir gesehen, dass die eine Quest, die so ewig lange sich nicht aufgelöst hat, dann auf einmal doch sich aufgelöst hat. Ich gebe den Entwicklern einfach ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, in meinen Spielstand reinzuschauen und zu sehen, ist da vielleicht ein Bug drin, vielleicht können sie ihn beheben. Oder die sagen, okay, in dem Spielstand ist es nicht behebbar, dass die praktisch aus dem Spielstand die Quest auf erledigt setzen und unten das Lager wegnehmen oder die Befreiung manuell machen, damit ich weiterspielen kann. Wir werden sehen. Oder die biegen das so hin, dass ich nochmal angreife, das Lager unten befreie, das Gefängnis, den Ausbruch mache und mit euch gemeinsam den Gefängnisausbruch feiern kann. Wir werden sehen. Also, ich danke euch allen fürs Zuschauen, fürs Dabeisein über die Zeit. Mir hat das verdammt viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Grafik ist schön, die Landschaft ist schön, die kleinen Gebäude sind alles super schön geworden. Ein paar Mängel sind weg, ein paar andere Sachen sind noch da. Und ich habe auf jeden Fall Bock noch für eine zweite Runde. Ob ich das dann in Form von einem Let's Play mache, kann ich nicht sagen. Zumindest in einem ausführlichen Let's Play weiß ich nicht. Es ist halt verdammt viel Zeit, die man reinsteckt für ein relatives Ergebnis im Output. Also wenn ich dann 4 Stunden Realtime spiele, um eine Folge, die vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde geht, aufzunehmen. Ja.
das steht dann sozusagen nicht mehr im Verhältnis zwischen Let's Play und dem, was für euch dann zu sehen ist. Ja. Gut, dann nochmal der Aufruf. Liked die Folge, wenn es euch gefällt, vielleicht auch stellvertretend für die gesamte Runde. Abonniert den Kanal, dann seht ihr, wann es weitergeht. Am besten mit Glocke, dann seht ihr nämlich, kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung drüber. Schaut öfter mal wieder rein in den Kanal, wenn es was Neues gibt, ein neues Let's Play. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zu dem einen oder anderen wieder und können dann gemeinsam die nächsten Welten erkunden und erforschen. Also in diesem Sinne, vorerst ein letztes Mal aus diesem Spielstand. Tschüssikowski und bye bye.